Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder alles 17 auf der Südharz Map und wir sind da immer noch am Flügen. Und jetzt reicht es mir, jetzt brauchen wir da was anderes. Es ist einfach mit den Traktoren hier in diesem Gelände fast unmöglich, da vernünftig zu pflügen. Und jetzt gehen wir da zum Händler und kaufen uns da den K700 Standardausführung. Und ja, der hat 220 PS, das sollte eigentlich locker reichen. Und da könnten wir dann theoretisch auch gerade diesen Grubber, was ich letztes Mal schon nehmen wollte, dazu nehmen. Da brauchen wir dann 180 PS. Der würde das natürlich schaffen. Auch den werden wir gerade noch kaufen. Und so schwindet natürlich unser Geld. Aber jetzt hätten wir da eigentlich ein richtiges Gerät, wo wir da auch auf dem Feld mit arbeiten könnten. Wir werden das Teil eigentlich gerade mal mitnehmen. Ja, ja, da merkst du gerade, der hat da ein bisschen mehr Power. So, dann fahren wir gleich mal los hier. Grubber wäre schon der richtige. Flugtechnisch können wir dann vielleicht doch irgendwann mal was Größeres nehmen. Wir schauen mal, damit der das jetzt hier eigentlich schafft. Wir stellen noch den Flug bei uns auf den Hof, den Grubber meine ich, werden die anderen dann eigentlich ablösen, da die schwachen Traktoren da mit ihren 100 PS, und werden dann mal versuchen mit dem hier zu fliegen. Okay, stellen wir das Zeug mal da hinten hin. Da können wir auch noch Zwillingsbereifung ranbauen, wenn wir denn möchten. Aber erstmal machen wir das so hier. Der ist natürlich auch nicht ganz so schnell, der fährt bloß 30, aber der wird uns natürlich richtig, richtig gute Dienste leisten, gerade hier in diesem Gelände. Das ist ja fast nicht machbar, damit wir da überhaupt mit den anderen Traktoren überhaupt fahren können. So, ein Monster. Das Teil habe ich aber auch schon live in Action gesehen. Also das ist wirklich ein Monster. So, muss nur noch das Feld finden und dann kann es eigentlich schon losgehen. Machen wir da den kleinen Flug ran. Eigentlich das Gerät ist ja vielleicht ein bisschen zu klein. Okay, das Feld ist glaube ich hier. Ja, wir lösen glaube ich gerade den hier unten ab. Der hängt da sowieso im Baum fest. Wir haben jetzt hier an den natürlich noch vorne noch ein schwereres Gewicht dran gemacht, aber der Flug ist eigentlich, es geht einfach nicht. So, jetzt versuchen wir das mal damit. Okay, der merkt den wahrscheinlich gar nicht da hinten dran. So, ziehen wir hier gleich mal eine Spur hoch. Ja, okay, der fährt dann natürlich noch viel, viel schneller hoch hier. Ist natürlich hier mit dieser Lenkung eigentlich gar nicht so optimal, der Flug. Den nehme ich da wieder weg.
Okay, der fährt einfach über mich drüber. Vielleicht sollte ich doch nochmal schauen gehen. Wo will der jetzt dahin? Der fliegt da nochmal ganz an der Kante lang. Oder auch nicht. Ah ja. Okay, lassen wir ihm einfach mal machen. Ich werde jetzt mit denen trotzdem hier versuchen, noch ein bisschen zu helfen, damit wir hier mit dem Feld langsam vorankommen. So, und der andere Traktor ist jetzt da natürlich fast, ja, umsonst nicht, aber den können wir gerade nicht brauchen. Ich muss gerade schauen, was der da macht. Der bleibt jetzt da stehen. Okay, vielleicht sollte ich jetzt wirklich bloß mit denen erstmal flügen, damit wir hier fertig wären. Und beim nächsten Feld dann wieder zwei ansetzen hier. Auf jeden Fall muss ich da für den hier noch ein größeres Flug, glaube ich, besorgen. Okay, aber mit denen ist natürlich gar kein Problem, der macht das hier locker. Ich glaube, wir machen das mit dem hier fertig. Wir sind eigentlich immer noch am ersten Frühlingstag, wir sind sowieso noch am ersten Tag. Was ich hier auf der Karte spiele, der Tag ist noch nicht einmal umgegangen. Wir sind da immer noch am Felder vorbereiten. Also wir schaffen das wahrscheinlich schon, alle Felder vorzubereiten bis zur Ernte. Und ja, düngetechnisch müssen wir dann natürlich nachher schauen, wie wir das eigentlich gebacken kriegen hier mit den Jahreszeiten. So, aber er ist natürlich viel, viel besser hier. Vielleicht sollte ich zwei solche kaufen. Vielleicht sollte ich noch einen kaufen. Der hat natürlich gar keine Probleme hier. Okay, wollte bloß schauen, IC-Control hat der eigentlich nicht. Aber müssen wir ja nicht unbedingt haben, dafür hat er Leistung und kann ja eigentlich dieses Feld dort flügen. Jawohl. Okay, dann nehmen wir jetzt doch den noch hier. Und machen hier drüben fertig. Auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Der ist vorne einfach zu leicht hier. Und 5 Char ist wahrscheinlich auch viel zu schwer für den. Und lenken kann es eigentlich auch nicht so gut mit dem Flug hier. Sehr, sehr schwierig hier. Mit dieser Technik da voranzukommen. Ihr seht, er hüpft eigentlich vorne. Mit ein bisschen Geschick wird es wahrscheinlich funktionieren hier, damit ich da mit zwei Traktoren eigentlich flügen kann. Lustig wird es nachher natürlich hier mit der Drille. So, aber hier sieht es ja schon nicht so schlecht aus. Aber hoch kommt da, runterflügen ist natürlich einfacher wie hoch.
Vielleicht kann ich ja beim Flug selber noch irgendwas einstellen. Nein, kann ich ja gar nicht. Okay. Hier sehen wir auch Reparatur nötig in 29 Tagen. Das ist natürlich auch hier in diesem Mod mit drin bei den Jahreszeiten. Wir müssen da auch unsere Geräte eigentlich Beachtung schenken und da Wartungsarbeiten durchführen. Ansonsten werden die einfach nachher zu teuer. Sehen wir richtig, wie die Räder durchdrehen und da gar keinen Grip hat, aber auch selbst mit Radgewichten ging das nicht besser. Aber für alle anderen Arbeiten wird der Traktor dann natürlich ausreichen. Das ist halt gerade diese schwere Arbeit zum Bügen, oder das Bügen, das hat da einfach zu wenig Leistung. Und zu wenig Gewicht. Aber nichts anderes vorne ranhängen werden. Frontlader könnte man noch anbauen. Das würde natürlich noch funktionieren. So, jetzt der K700 dann noch am Fahren. Oder. Oh, er fährt noch. Das ist gut. Aber hier komme ich jetzt eigentlich, wenn ich da ein bisschen. Also wenn ich selber fahre, geht es eigentlich. Dann können wir den K700 eigentlich den Helfer fahren lassen und hier muss ich dann doch selber machen. Jawohl, gut. Nimmt auf jeden Fall mal Form an. Machen eigentlich, seitdem wir hier auf der Karte spielen, nichts anderes als Küchen, glaube ich. Wohl ab und zu hier noch ein paar Geräte dazu kaufen. Jetzt habe ich da, muss eigentlich da mit der Schnauze mittig sein, damit er da hinten das eigentlich umfühlt. So, genau. Jetzt bleibt da wieder die Hälfte stehen. Die Landschaft ist natürlich hier sehr anspruchsvoll mit den Steigungen hier. Haben wir doch echt zu tun. Fertig werden. Der Helfer hat die Arbeiten erfolgreich beendet. Erfolgreich finde ich immer so gut. Wir haben auch bald erfolgreich hier die Arbeit beendet. Komm schon! Noch die letzten Meter hier. Sind wir eigentlich auf der Seite fertig, dann müssen wir mal auf der anderen Seite schauen, was da noch übrig geblieben ist. Jawohl. Sieht auf jeden Fall komisch aus, was er da gemacht hat. Alles muss ich selber machen hier. So, da hat er noch was vergessen. Der andere wartet da eigentlich schon. Die Drille wartet schon, damit sie hier loslegen kann.
so. Bin jetzt so gewohnt, hier fahre ich wahrscheinlich gerade mit dem weiter anstatt mit dem großen. Nein, nein, wir tauschen gerade. Müssen das dann natürlich alles noch ordentlich machen, dass der da. Hat ja gar nichts gemacht hier richtig. Der klingt schon richtig. So, jetzt hier das Ding in den Boden und durch hier. Jawohl, so muss es ungefähr aussehen. Geschwindigkeit passt bergauf. Zieht da einfach durch. Der Flug wahrscheinlich ein bisschen zu klein hier für den K700, aber was anderes habe ich momentan nicht. So, machen wir das schnell selber noch fertig hier. Und dann können wir das auch andrillen. Jawohl, so gefällt mir das. Ich muss dann noch mal schauen, ob ich da noch technisch was anderes finde aus den Osten. Da verwenden kann. Vielleicht einen kleineren, irgendwie so ein 3-Char oder so für die kleineren Traktoren hier. Und was Größeres für den K700. So, aber gleich ist es ja mal geschafft hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Felder denn noch übrig sind nachher. Ist natürlich eine riesige Karte. Und alle Felder haben wir bei weitem nicht. Und ob ich alle Felder auch gerade etwas drauf mache, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht machen wir auch einfach bloß mit Gras oder so. Bin ich mal gespannt, wie der Helfer hier eigentlich mit der Drille eigentlich hier zurechtkommt. Muss ich wahrscheinlich auch alles selber drillen. Natürlich hier mit dieser Insel mitten im Feld natürlich noch ein bisschen tricky. So, und dann müssen wir eigentlich noch schauen, ob wir auch für den K700 da noch richtige Geräte bekommen. Ober haben wir schon mal. Vielleicht irgendwie noch anhängertechnisch irgendwas. Damit wir denen da richtig was anbieten können. Ein riesiges Güllefass oder so.
So, also das glaube ich auf jeden Fall der richtige Entscheidung gewesen, hier das Teil zu kaufen. Der geht natürlich viel besser hier in den Bergen. Jawohl. Noch einmal, glaube ich, und dann haben wir's. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen habe ich da noch vergessen. Der fährt ja rückwärts fast schneller wie vorwärts. So, okay. Ui. Den auch noch vom Feld nehmen hier. So, jetzt können wir eigentlich den wieder starten hier. Was machen wir denn hier drauf? Jetzt muss ich mal konnte ich doch irgendwie noch das Menü da öffnen, damit ich da sehe, was ich da anpflanzen kann. Ich hab's vergessen. Aha, war das nicht irgendwie S? Genau. Gut, was können wir? Sonnenblumen können wir noch nicht. Raps könnten wir aber eigentlich. Ich glaube, wir machen Raps. Körnermais. Körnermais kann ich aber mit dieser Maschine gar nicht. Ne, dann machen wir Raps. Raps ist gut, Raps bringt Geld. Machen wir das. So, der fliegt da fast auseinander hier, der Traktor, wenn ich da drüber fahre mit dem Teil. Wow. Jetzt, wo es so schön gepflügt ist, hätten wir es vielleicht erst noch mit dem Grubber drüber fahren sollen, damit der hier vernünftig fährt. So, mal schauen, ob das jetzt hier funktioniert. Der fährt da eigentlich voll rein. Nein! Oder dann? Ja, genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Auch mit der Drille funktioniert es nicht hier, muss ich auch selber alles fahren. Da macht der Helfer auch nicht mit. So, vielleicht geht es ja so. Eieiei, das Ding fliegt fast hier auseinander. Ja, fast ruhig oben. Spielt keine Rolle, ich bezahle das. Okay, das wäre es eigentlich erstmal hier, glaube ich.
und er fährt da sowieso alles kaputt. Und ich werde da mal ein bisschen wieder reparieren, was der kaputt macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann.